Also das Prädikat Eckkneipe verdient im Prinzip jede Kneipe, die an einer Ecke ist. Wir nutzen bis dahin ISDN. Die Älteren kennen das noch. Für die Jüngeren, bei ISDN war das Handy noch mit einem Kabel an der Wand festgemacht und man konnte, wenn man rausging, war man nicht mehr erreichbar. Also ungefähr so. Was mache ich in meiner Freizeit? Ich stelle mich aufs Dach. Und dann schaue ich nach Westen. Westen ist hier. Und denke mir, ah, da entwickelt sich ein Gewitter. Oh, aber im Süden kommt noch was viel Schöneres. Oh, es wird noch viel schöner. Dann denke ich mir, oh, warum stehe ich auf dem Dach? Sollte ich vielleicht nicht? Und das habe ich dann auch irgendwann gelassen. Also kann ich hier ein Budget eingeben. Sagen wir 100 Euro. Und ich gehe mit Freunden. Nein. Ich gehe mit Freunden hin. Also, ja. Sagen wir so, ja. 15 Bier oder nein, also okay. Letztes Wochenende war schlimm, also okay, ja. Gut, 8 Bier. Es war ein Lokal namens Nachtschicht. Auch eine nette Geschichte zur Namensgebung. Die Wirtin hat sich für diesen Namen entschieden, damit Gäste, die von ihren Frauen per Telefon belästigt werden, wo sie denn bleiben, behaupten können, sie wären noch in der Nachtschicht. Wenn wir nämlich jetzt mal durch München gehen, wir sehen unheimlich viele Baustellen. Und in fast all diesen Löchern trifft so ein Bagger beim Buddeln auf Gasleitungen, Strom und tonnenweise Glasfaser. Und wenn so eine filigrane Baggerschaufel eine Glasfaser kontaktiert, gewinnt meistens der Bagger. Das ist ein vollkommen deformierter Raum. Ja, der hat aber einen Schachbrettmuster auf dem Boden, der ist gekippt, er hat zwei Fenster, es sind noch zwei Uhren da drin. Das Spannende ist, wenn Sie in diesen Raum reingehen, nur durch dieses eine Loch da reingucken, durch dieses Loch, was Sie hier entstehen werden, dann sehen Sie einen Raum, der für Sie perfekt aussieht. Und wenn Sie da Personen reinstellen, sind die unterschiedlich groß. Wir werden vollkommen in die Wege geleitet, weil wir denken, dass das hier alles schön parallel ist und dass diese entsprechende Person da überhaupt nicht reinpasst. Das Spannende ist es eigentlich, wenn Sie jetzt merken, dass Sie den Platz wechseln, dann sind wir nicht in der Lage festzustellen, der Raum ist irgendwie nicht ganz stimmt irgendwie nicht. Ja? Das Problem ist, dass wir dann glauben, dass die entsprechende Person schrumpfen. Wir wissen, dass das nicht geht. Die eine Person schrumpft, die andere Person bläht sich auf den Luft. Wir sind nicht in der Lage, das irgendwie zu untersuchen. So, die werde ich jetzt persönlich probieren, ob sie schmeckt. Zum Wohl. Sensationell.